Wir sind, also ich bin arbeitssuchend und kann mein restliches Leben nicht von meinen Ersparnissen bestreiten. Deshalb lese ich aus dem Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung und bin in Kapitel 2 des ersten Teils angekommen. Ich kann mir gerade das Inhaltsverzeichnis aufschlagen. Geschichte und Epidemiologie der antisozialen Persönlichkeitsstörung und das sind die Kapitel 1, Historie der antisozialen Persönlichkeitsstörung vom skrupellosen über psychopathische Persönlichkeiten zur antisozialen Persönlichkeitsstörung, Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörungen, Kriminalität und antisoziales Verhalten der Mächtigen und Kapitel 4 Führungskräfte und Antisozialität. So, zweites Kapitel Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörung von Michael H. Stone. Hier sind so Merkesätze drin und Fallbeispiele. Einleitung. Ich war gerade schon in Gedanken bei Fallbeispielen. Legt man das Diagnostische und Statistische Manual DSM der American Psychiatric Association als Richtschnur zugrunde, so sind die Kriterien für die Diagnose antisoziale Persönlichkeitsstörungen sehr weit gefasst, wobei in den vergangenen 35 Jahren an der einen oder anderen Stelle kleinere Korrekturen vorgenommen wurden. Da das Konzept der Antisozialität zwangsläufig mehr auf Abnormen oder zumindest unerwünschten Verhaltensdispositionen basiert, bezogen sich die Definitionen stets mehr auf Handlungen, Diebstahl, Überfall, Einführung, Raub, Vandalismus und Ähnliches, als auf Persönlichkeitszüge im strengeren Sinne.
höflich versus unfreundlich, taktvoll versus indiskret etc. Demzufolge scheint die antisoziale Persönlichkeitsstörung eher aus Tradition oder Bequemlichkeit zu den Persönlichkeitsstörungen gerechnet worden zu sein und nicht so sehr zu den genuinen Persönlichkeitsstörungen, die sich nur über entsprechende Persönlichkeitsaufzüge definieren. Im DSM-4 etwa galt das wiederholte Begehen von Handlungen, die einen Grad für eine Festnahme darstellen, als eines der Definitionsmerkmale. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Verhaltensdisposition bzw. eher ein Symptom und nicht um einen Trait, obwohl man sich die Verächtlichkeit, mit der eine solche Person ans Werk geht, mit anderen Worten, die Gleichgültigkeit gegenüber den Rechten und Bedürfnissen anderer als zugrunde liegendes Persönlichkeitsmerkmal sehr gut vorstellen kann. Trait heißt also wahrscheinlich Persönlichkeitsmerkmal. Keine Ahnung. Ich habe jetzt zum Glück hier englische Wörterbücher da. Und Particular quality in your personality. Personality traits. Word finder node add character. So, und jetzt sagt Otto. Ein Persönlichkeitsmerkmal. So. Doch selbst bei herkömmlichen Kriminellen liegen die Dinge nicht ganz so einfach. So gibt es zum Beispiel viele Diebe, deren Neigung, sich unrechtmäßig Zutritt zu den Häusern anderer Menschen zu verschaffen, eher von Armut und Verzweiflung getrieben ist, als von irgendeiner Form von Verachtung oder Feindseligkeit. Das heißt, antisoziale Handlungen sind nicht immer das Gegenstück zu antisozialen Persönlichkeitszügen. Allerdings legt das DSM-5 in seiner Auflistung diagnostischer Kriterien die Betonung stärker auf Persönlichkeitszüge, als dies noch im DSM-3 der Fall war. Unter dem Stichwort Antagonismus werden im DSM-5 vier Traits aufgeführt: manipulatives Verhalten, Falschheit, Bösartigkeit und Feindseligkeit, während sich das DSM-4 in erster Linie auf Verhaltensdispositionen stützte. Verantwortungslosigkeit, Missachtung von Verpflichtungen, Rücksichtslosigkeit, illegale Handlungen, Impulsivität, Versagen, vorausschauend zu planen und Aggressivität. Unter der Überschrift Enthemmung listet das DSM-5 drei Verhaltensdispositionen auf: Verantwortungslosigkeit, Impulsivität und risikoreiches Verhalten. Und jetzt kommt der graue Kasten. Merke. Die Diagnose antisoziale Persönlichkeitsstörung setzt voraus, dass neben einigen wenigen Merkmalen aus den Rubriken Antagonismus und/oder Enthemmung auch eine Beeinträchtigung der Selbstfunktionen, entweder in Bezug auf die eigene Identität oder hinsichtlich des Umgangs mit sich selbst und der interpersonellen Funktionen, im Sinne fehlender Empathie oder fehlender Nähe zu anderen Menschen vorliegt.
Diese zuletzt genannten Items sind, wie wir sehen werden, dem vorherigen DSM-Merkmalskatalog für Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder narzisstische Persönlichkeitsstörungen entlehnt. Es ist mit Sicherheit klug, in der Bestimmung einer antisozialen Persönlichkeit auch auf narzisstische Attribute zu achten, zumal das Konzept des Antisozialen impliziert, dass es der betreffenden Person in erster Linie um sich selbst geht und nur sehr am Rande um andere Menschen, wenn dann hauptsächlich in ausbeuterischer Art und Weise. Wenn wir jedoch Epidemiologie und Verlauf der antisozialen Persönlichkeitsstörung nachzeichnen sollen, so stellt sich uns ein anderes Problem. Das Konzept der antisozialen Persönlichkeit ist nicht einheitlich. Es gibt verschiedenste Störungsbilder, Erkrankungen und psychische Konfigurationen, die unter dem Dach antisoziale Persönlichkeit Eingang finden, denen jedoch sehr unterschiedliche kausale Faktoren zugrunde liegen. Auch die Bedingungen ihres Auftretens sind andere und die einen entsprechend verschiedenartigen Verlauf nehmen. Folglich lässt sich auch der natürliche Verlauf über die gesamte Lebensspanne hinweg nicht vergleichen. So, muss ich nochmal lesen. Das Konzept der antisozialen Persönlichkeit ist nicht einheitlich. Es gibt verschiedenste Störungsbilder, Erkrankungen und psychische Konfigurationen, die unter dem Dach antisoziale Persönlichkeit Eingang finden, denen jedoch sehr unterschiedliche kausale Faktoren zugrunde liegen. Auch die Bedingungen ihres Auftretens sind andere und die einen entsprechend verschiedenartigen Verlauf nehmen. Folglich lässt sich auch der natürliche Verlauf über die gesamte Lebensspanne hinweg nicht vergleichen. Der Genauigkeit halber sollten wir daher über eine eher abstrakte und umfassende Entität sprechen, die sich aus verschiedenen Formen von Antisozialität zusammensetzt. Gewissermaßen die Vereinigten Staaten der Antisozialität. Englisch im Original sind United States of Antisociality. Bei einigen dieser Staaten oder Zustände, States, wird es sich um Ansammlungen sozial inakzeptabler Verhaltensweisen handeln, mit einigen inakzeptablen Traits, Persönlichkeitsmerkmale. Andere werden sich hauptsächlich aus sozial abstoßenden Persönlichkeitszügen zusammensetzen, mit einer Mischung aus abnormen Verhaltensweisen. Wenn uns zudem an Vollständigkeit gelegen ist, so würden wir auch solche Personen einschließen, die unter dem Einfluss eines diktatorischen politischen Systems zu unfassbarer Grausamkeit hochgradig antisozialer Natur in der Lage sind, die jedoch, sobald Krieg oder Kriegskonflikte vorüber sind, wieder zu Vorzeigestaatsbürgern werden, deren Lebenslauf verblüffend normal erscheint. Im Folgenden sind einige der zentralen Formen von Antisozialität aufgeführt, um die es in diesem Kapitel gehen wird. Lebenslang
persistierende chronisch antisoziale Persönlichkeit, bösartig emotionslose Persönlichkeit, antisoziale Persönlichkeit mit Beginn im Jugendalter, Jugendkriminalität, Psychopathie, ausbeuterischer, gewalttätiger Typus nach der Definition von Robert Hare. Psychopathie, Anzugtypen nach der Definition von Dave David Kuoke. Maligner Narzissmus. Chronisch-sadistische Persönlichkeit. Kulturell sanktionierte und zeitlich begrenzte sadistische Persönlichkeit. Maligner Narzissmus. Ich weiß nicht, was das ist. Steht auch nie im Sachverzeichnis drin. Personenverzeichnis, ein Literaturverzeichnis, ein bisschen länger geworden ist, muss ja jeder Kollege drinstehen, mehrfach. Keine Ahnung, was maligner Narzissmus ist. Da wurde mir hier vorher was zugesagt. Vielleicht habe ich es wieder vergessen. Naja, wir gucken mal weiter. Oder ich lese weiter. Guckst du ins Buch, liest du vor. So. Den Begriff Persönlichkeit werde ich an manchen Stellen im strengen Sinne verwenden, an anderen weniger strikt, je nachdem, unter welchen Beziehungen die Erkrankung für gewöhnlich bekannt ist und diskutiert wird. Anhand der Kriterien, die in der neuesten Version des DSM-5 der Diagnose antisoziale Persönlichkeitsstörung zugrunde gelegt werden, wird man feststellen, dass eine Reihe ehemals eigenständiger Störungsbilder, denen auch nur der Hauch von Antisozialität anhaftet, antisoziale Persönlichkeitsstörung im klassischen Sinne, Psychopathie, sadistische Persönlichkeitsstörung und maligner Narzissmus. So, ein bisschen langsamer. Anhand der Kriterien, die in der neuesten Version des DSM-5 der Diagnose antisoziale Persönlichkeitsstörung zugrunde gelegt werden, wird man feststellen, dass eine Reihe ehemals eigenständiger Störungsbilder, denen auch nur der Hauch von Antisozialität anhaftet, antisoziale Persönlichkeitsstörung im klassischen Sinne, Psychopathie, sadistische Persönlichkeitsstörung und maligner Narzissmus, nunmehr alle unter dieser neuen Definition zusammengefasst werden.
Dabei hat es durchaus Vorteile, verschiedene Diagnosen in einen Topf zu werfen. Sadisten kommen jetzt nicht mehr ohne die Diagnose Persönlichkeitsstörung davon, da sie die Kriterien eines beeinträchtigten zwischenmenschlichen Funktionsniveaus erfüllen. Sadisten fehlt es an Empathie, besser wäre der Begriff Mitgefühl für die Empfindung oder das Leid anderer Menschen, die sie mit Hilfe von Ernüchterung und Dominanz ausbeuten. Einige der alten Items für Psychopathie und sadistische Persönlichkeitsstörung werden hier vermischt. Auch das Störungsbild der Psychopathie ist in den älteren DSM-Ausgaben nicht enthalten. Obwohl es sich von der ursprünglichen antisozialen Persönlichkeitsstörung konzeptuell doch sehr unterscheidet und vor allem für die forensische Arbeit von großer Bedeutung ist. Einige der alten Items für Psychopathie und sadistische Persönlichkeitsstörung werden hier vermischt. Auch das Störungsbild der Psychopathie ist in den älteren DSM-Ausgaben nicht enthalten. Obwohl es sich von der ursprünglichen antisozialen Persönlichkeitsstörung konzeptuell doch sehr unterscheidet und vor allem für die forensische Arbeit von großer Bedeutung ist. Der Begriff hat nach wie vor keinen Eingang ins DSM gefunden. Aber über die Items Ausbeutung und fehlende Empathie sozusagen einen Fuß in der Tür. Um jedoch Aussagen zur Epidemiologie und Verlauf über die gesamte Lebensspanne hinweg sowie über einige etiologische Hintergründe zu treffen, bedarf es einer diagnostischen Spaltung. Um diese Unterschiede zu fassen zu bekommen, habe ich die wichtigsten Bestandteile des DSM in Abbildung 2.1 dargestellt. Unterschiedliche Formen der Antisozialität. So, kann ich gleich mal beschreiben. In der die ehemals separaten Diagnoseeinheiten unter die Rubrik der neuen antisozialen Persönlichkeitsstörung, die United States of Antisociality, mit den Nachbarstaaten bestimmter sadistischer Kategorien zusammengefasst werden. So, ich beschreibe jetzt mal diese Abbildung. Die Vereinigten Staaten der Antisozialität. Die Nachbarstaaten heißen, die sind hier unten. Ist ja hochauflösend, kann man reinzoomen. So. Die Vereinigten Staaten der Antisozialität steht unten und danach Nachbarstaaten sind die sadistische Persönlichkeit, kulturell sanktionierte und zeitlich begrenzter Sadismus. So, oben stehen der maligne Narzissmus in Verbindung mit Drogenmissbrauch, Kokser. Beginn im Jugendalter, Jugendkriminalität, Krone auf der anderen Seite, also man hat den maligen Narzissmus auf der linken Seite und auf der rechten Seite Jugendkriminalität, chronisch persistierend über die gesamte Lebenslange, bösartig gefühllos, was zur Psychopathie führt, gewaltige tätige Psychopathie, Anzugtäter. Dann gibt es in Verbindung mit Motiven Serienmord an Kindern, Bigotterie, Verbrechen aus Hass, Raub von Ungeborenen, umschriebene Deliktformen, Ladendiebstahl, skrupellose Geschäftspraktiken bei Politikern und Wirtschaftsbossen, Betrug in Examensprüfungen.
Okay. So. Wird einen so ein bisschen anders, wenn man das sieht. Naja. Da die klinischen Subtypen, die jetzt als antisoziale Persönlichkeitsstörung zusammengefasst sind, in unterschiedlichem Ausmaß auf verschiedene genetische und umweltbedingte Ursachen zurückzuführen sind und ungleiche Langzeitprognosen haben, hielten es manche für sinnvoll, die Untergruppen, die es im gar nicht so einheitlichen Konzept der Psychopathie gibt, davon zu trennen. Robert Hare, der sich in seinen früheren Forschungsarbeiten hauptsächlich mit forensischen Patienten und Gefängnisinsassen beschäftigte, rückte in seinem ursprünglichen Ansatz zwei Hauptfaktoren ins Blickfeld. Faktor 1: Der Persönlichkeitsmerkmale und emotionale Abnormitäten erfasst. Also der Faktor 1 ist Persönlichkeitsmerkmale und emotionale Abnormitäten, und Faktor 2 ist der behaviorale und am extremen Ende der Verhaltensebene angesiedelte kriminologische Abnormitäten hervorhebt. Der Faktor 2 ist der behaviorale und am extremen Ende der Verhaltensebene angesiedelte kriminologische Abnormitäten hervorhebt. Da geht es hier um Psychopathie, nicht um antisoziale Persönlichkeitsstörungen. Das ist hier dieses Nachbarstaat. Der Sadismus und die Psychopathie. Psychopathie kommt nicht im DSM-5 vor, habe ich eben gelesen, ja. Ich weiß auch nicht, warum so lange auf dieser Diagnose Psychopathie rumgeritten wird. Wenn es im DSM-5 nicht steht, steht es auch nicht im ICD-10. Der ist nämlich ein bisschen dicker an der Stelle. Naja. Da müssen die Herausgeber vielleicht nochmal nachbessern. Ich finde sowas nicht gut, wenn auf Diagnosen rumgeritten wird, die man eigentlich nicht stellen darf. An der Stelle merkt man auch, Psychiater sind Gagas. Die meisten, nicht die meisten, Psychologen auch. Aufgenommen, keine Ahnung. Auch das Störungsbild der Psychopathie ist in den älteren DSM-Ausgaben nicht enthalten. Der Begriff hat nach wie vor keinen Eingang ins DSM gefunden, da steht es doch so. Wie gesagt, da versucht mal wieder einer einen ganz großen Wurf zu landen. Witzen Ärzte machen mich krank. Was ist denn das für ein Arschloch? Michael H. Stone. Hier gibt es eine Liste mit den Leuten. Autoren. Autoren, Autoren, Autoren. Rettenberger, Sachse,
Schneeberger Gesellschaft der Schweizer. Professor of Clinical Psychiatry, Columbia College of Physicians, Syracuse, New York City. Also ein Master of Disease, ein Professor für klinische Psychiatrie aus New York City. Meine Güte, was für eine Kapazität. Lieber Michael, schreib doch über Diagnosen, die man stellen darf. Auch in Amerika darfst du sowas nicht. Der kommt mal ganz groß raus mit dem. Die Diagnose Psychopathie, die es überhaupt gar nicht gibt. In der Psychopathie-Checkliste nach Hall setzt jedoch einen Wert von 30 oder mehr auf einer Skala von 40 voraus. Das heißt, dass zumindest einige Merkmale aus beiden Faktoren vorliegen müssen. Das wiederum schafft ein, ich weiß gar nicht, warum so viel über Psychopathie gesprochen ist, das Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Naja, man weiß dann wenigstens, wogegen man das abgrenzen muss. Vor allem als Gutachter, wenn man es mit so einem Gaga-Arzt zu tun hat. Herr, lass Hirn regnen auf Psychiater. Die Diagnose Psychopathie in der Psychopathie bla bla bla, das heißt, dass zumindest einige der Merkmale aus beiden Faktoren vorliegen müssen. Aha. Schön, dass wir darüber reden, wie man diese Diagnose stellt. Es geht aber um die antisoziale Persönlichkeitsstörung und die Epidemiologie und den Verlauf der antisozialen und nicht um Psychopathie. So, ich kann es nur immer wieder sagen. Das wiederum schafft ein Täterspektrum vom überwiegend Faktor 1-Typus, überwiegend Faktor 2-Typus und von gleichmäßig aufgeteilten Subtypen. Eine Möglichkeit, die diesem Schema inhärente Verwirrung bla bla bla. Er hat ein Triad der Psychopathie, es geht nur um Psychopathie, es geht um Psychopathie. Naja, hier gibt es drei. Unter Hemmungslosigkeit fasst er hauptsächlich Persönlichkeitszüge der Impulsivität und der emotionalen Dysregulierung zusammen. Es geht aber immer noch nur um Psychopathie. So. Dann hat man hier die Psychopathie-Checkliste. Ich lese jetzt mal das Fallbeispiel vor. Also, Heinrich der Zweite. Da geht es aber um Psychopathie, nicht um antisoziale Persönlichkeitsstörung. Ich weiß gar nicht, warum man das Handbuch der... Nee, ich krieg wieder die Krise. Ich verstehe sowas nicht. Ich bin dazu doof zu. Ich kann nur das Buch lesen, sehe, die Diagnose darf man nicht stellen. Nach DSM-5, dem aktuellen, den davor auch nicht. Nach dem ICD-10 darf man die dann auch nicht stellen. Und es wird die ganze Zeit drüber geredet. So. Als Beispiel ließe sich Heinrich II. Aus dem Geschlecht der Plantagenet anführen. Im 12. Jahrhundert König von Frankreich und England, der als besonders kühn galt. Heinrich war durchsetzungsstark, ehrgeizig, furchtlos, selbstbewusst und wenn er es für richtig hielt, streng, was im Umgang mit seinem besten Freund Thomas Becket deutlich wurde. Heinrich ließ Becket 1170 ermorden, nachdem dieser sich geweigert hatte, Priester, die sich der Vergewaltigung und des Mordes schuldig gemacht hatten,
Heinrichs bürgerlichem Gesetz zu unterstellen und nicht dem Kirchenrecht, dessen Nachsichtigkeit schon an Absurdität grenzte. Im Gegensatz zu genuinen Psychopathen bereute Heinrich jedoch diesen Mord zutiefst. Also Heinrich war kein Psychopath. Was seine Fähigkeit zu emotionaler Nähe angeht, so war Heinrich leidenschaftlich verliebt in seine Frau Eleonore von Anquidenen, der er Zeit seines Lebens in Loyalität verbunden war, bis zu ihrer beider Zerwürfnis in späteren Jahren. So. Wahrscheinlich hat er was Jüngeres zu ficken gekriegt. Da steht auch nichts mehr über antisoziale Persönlichkeitsstörung. Deshalb gehen wir weiter zu 2.2 und überspringen hier einfach ein bisschen was. Kein Kaffee mehr. Naja. Sexueller Dimorphismus und Antisozialität. In allen Bereichen der Antisozialität hat man eindeutigen Unterschied zwischen den Geschlechtern festgestellt. Am deutlichsten ist dies an dem extremen Polen des antisozialen Spektrums zu erkennen, an denen wir es mit offener Gewalt und entsprechenden Gefängnisstrafen zu tun haben. Die Psychopathie gehört zur Antisozialität. Okay. Ist aber wie gesagt keine Diagnose. Ich finde es scheiße, wenn das so abläuft. Naja, ich habe das nicht verstanden, was der Onkel mir hier sagen will. Der ist Professor, der weiß das besser. Sexueller Dimorphismus und Antisozialität bringt auch nichts, darüber lange nachzudenken. Ist zu Gedankengänge, für die bin ich zu schlicht gestrickt. Ich sehe nur, Diagnose darfst du nicht stellen, steht nicht im Manual, lässt du bleiben, interessiert dich nicht. Hat jemand wieder nur Papier vollgeschmiert. So. Ist Arschloch, laubt dir Lebenszeit für gar nichts. So. Jetzt. Sexueller Dimorphismus und Antisozialität. Es kommt wieder Psychopathie, naja. Er mag den Begriff Psychopathie, der Herr Professor. So, ich habe für heute die Schnauze voll davon. Ich will mich damit jetzt nicht belasten. Morgen lese ich wieder was über European Union War. Das macht mir Spaß. Also es geht weiter mit sexueller Dimorphismus, sexuelle Verwachsung und Antisozialität. Dimorphismus heißt